Hallo und herzlich willkommen zu Fetzel TV. Mein Name ist José und wir machen weiter im Thema Bohren und Schrauben für den Zimmermann. Und ich habe hier zwei Maschinen, auf die möchte ich jetzt hier eingehen. Den PDC-18 und den TD-18. Mit dem PDC-18 haben wir hier, ich sage jetzt mal, die Allround-Maschine für den Zimmermann, den Allround-Schrauber für den Zimmermann. Kraftvoller Viergangschrauber und hier könnt ihr wirklich bohren, schrauben, bohren in Stein, bohren in Holz und Schrauben eindrehen ohne Probleme. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Aufsätze zu verwenden, also der Centrotec-Adapter, der hier vorne einfach drauf gesteckt wird, der eignet sich, um Bithalters zu montieren oder auch hier das umfangreiche Centrotec-Zubehör in Form von Bohrern, Steinbohrer, Holzbohrer und so weiter kann man hier einfach problemlos montieren. Und ihr seht auch schon, der große Vorteil ist hier, ist wesentlich kleiner und leichter wie das Bohrfutter. Könnt ihr natürlich auch verwenden, das Bohrfutter. Hier maximale Spannweite sind hier 13 mm, wenn ihr zum Beispiel hier mit solchen Schlangenbohrern oder sowas arbeiten wollt. Oder auch ganz normale Bithalter reinspannen. Der nächste in der Reihe hier sieht ähnlich aus wie das Standard-Bohrfutter. Das ist hier, handelt es sich aber um einen Tiefenbegrenzer. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, eine definierte Schraubtiefe einzustellen, einfach hier über das entsprechende Einstellen und Drehen, und eignet sich dann gerade bei Arbeiten an Fassaden oder Terrassen und so weiter, wo, oder überall da, wo ihr eine definierte Schraubtiefe haben wollt. Hier haben wir einen Adapter, Stecknussadapter, hier 3/8 Zoll Nussaufsätze können hier eingesetzt werden. Und hier zu guter Letzt, absolutes Highlight sicherlich, ist hier der Winkelvorsatz. Um den Winkelvorsatz zu verwenden, muss der Zusatzhandgriff hier abmontiert werden. Und jetzt könnt ihr hier das in jeglicher Position montieren. Und jetzt habt ihr wirklich aus diesem Akkuschrauber eine Winkelbohrmaschine gemacht. Hier kann man weitermachen, letztendlich mit dem Centrotec-System oder auch hier den anderen Aufsätzen. So, diese Anwendung kann man auch mal brauchen, wenn man jetzt mal zum Beispiel eine Verschraubung durchführen will. Hier, das ist jetzt eine 10 x 240 mm Schraube, die würde ich jetzt hier einfach mal eindrehen. Hier wahlweise zu dem, ihr solltet, wenn ihr jetzt diesen Winkelvorsatz nicht verwendet, definitiv einen Zusatzhandgriff montieren, aber das funktioniert hier auch ganz wunderbar. Das heißt, einfach ansetzen. Ihr seht, absolutes Powerpaket, kraftvoll und hier universell einsetzbar. Ganz viele Möglichkeiten, die mit den verschiedenen Aufsätzen zu arbeiten, und daher darf das Gerät nicht fehlen in eurer Werkzeugkiste, und so gesehen würde ich mal sagen, ist es gesetzt. Als sinnvolle Erweiterung will ich euch hier den TD-18 vorstellen. Hier haben wir einen Schlagschrauber mit einem Tangentialschlagwerk. Das heißt, hier haben wir eine Schlagbewegung in Drehrichtung. Anders wie bei dem PDC, wo wir ein Schlagwerk haben, wo der Schlag in Axialrichtung erfolgt. Das heißt, hier wird gebohrt in Stein mit dem Schlag und hier wird geschraubt mit dem Schlag. Und hier haben wir absolutes leichtes Gerät. Ihr seht schon, wesentlich kompakter hier wie der PDC. Gerade mal 960 Gramm. Das heißt, ideal für, ja, Massenverschraubungen, wenn ihr einfach schnell mobil sein wollt, arbeiten ohne Rückdrehmoment an unzugänglichen Stellen auf der Leiter oder so, da ist es wirklich ideal. Hier haben wir eine 1/4 Zoll Bitaufnahme,
Das heißt, hier das Centrotec-System, hier haben wir Standard Viertelzoll und daher für Schraubarbeiten super geeignet. Hier könnt ihr Schrauben bis 8x220 eindrehen und auch hier diese Betonschrauben könnt ihr hier verarbeiten. Und daher ist dieses Gerät sicherlich eine super Ergänzung für euer Schrauberportfolio. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. In der nächsten Folge geht es hier dann auch noch um weitere Anwendungen. Für heute war es das. Freue mich auf nächstes Mal.